Morgen. Ich bin jetzt wach und für mich geht es jetzt einmal unter die Dusche. Ich mache mich ein bisschen fresh und dann starten wir in den Tag. Ich liebe wirklich diese Aussicht hier. Also die Treppensteigen hier unten haben sich sehr, sehr gelohnt. Deswegen, ja, kann ich nur noch empfehlen, dieses Airbnb zu buchen. Ich glaube, am Ende des Urlaubs packe ich auch mal einen Link vielleicht in die Beschreibung. Und ja, ich habe einiges vor heute. Die Möwen sind auch schon wach. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie hier reinfliegen. Aber gut, ich mache gleich das Fenster wieder zu, wenn ich hier aus dem Zimmer raus bin. Guten Morgen wünsche ich dir nochmal. Ich bin jetzt fertig gemacht und habe so ein graues, ich weiß nicht, was das für eine Farbe ist, aber Oberteil an und so eine weite Hose. Und ich habe jetzt noch einen Call. Ich bin aber gerade die ganze Zeit am überlegen, ob ich das im Starbucks machen soll oder ob ich das von hier aus machen soll. Ich habe eh auch noch ein paar To-Dos zu tun heute. Dementsprechend würde ich halt sowieso in den Starbucks reingehen. Ach, ja, ich bin am Überlegen. Hier an der Base vorbeigelaufen. Ja, wie gesagt, mit der Kamera ist es mir wirklich sehr, sehr unangenehm, damit zu filmen. Es ist eigentlich das gleiche, wie wenn ich hier ins Handy reinrede, aber ja, es ist mir sehr, sehr unangenehm. Ach, da ist die Bibliothek, aber ich habe keine Lust, mich anzustellen. Ich war da tatsächlich bei meinen dreimal in Porto, war ich noch nie in dieser Bibliothek drin. Da ist auch diese Trinkstraße, also wo so ganz viele Bars und so sind. Genau. Diese Tür übrigens war von meinem Airbnb von letztem Mal und das kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Also echt nice Gegend. Übrigens auch alle Fotospots ab, die ich beim letzten Mal hier gemacht habe. Da hatte ich mir ja einen Fotografen gebucht. Ich kann euch auch die Fotos mal hier einblenden. Den kann ich euch sehr empfehlen. Der ist auch immer noch über Airbnb auch buchbar und richtig günstig. Also ich glaube nur so 30 Euro oder so. Gerade noch mal in dem Brillengeschäft, wo ich diese Brille gekauft habe, und es könnte durchaus sein, dass ich mir noch mal eine neue Brille kaufe, weil ich die einfach so nice finde. Die Marke heißt Fora, also falls ihr euch eine Sonnenbrille zulegen wollt, die sehr gut ist und sehr lang hält, dann Fora. In einer Stadt tatsächlich so glücklich wie hier in Porto. Ich kann es nicht beschreiben, aber es ist einfach, ich liebe diese Stadt einfach. Toll, ey. Das Wetter ist immer gut, wenn ich hier bin. Naja, beim ersten Mal hat es sehr viel geregnet, aber ja, ich habe nichts auszusetzen. Was ich noch sagen wollte, am Sonntag wahrscheinlich mache ich einen Strandtag. Da wird nicht gearbeitet, sondern einfach sich an den Strand gelegt.
ich habe mir gerade ein bisschen frisches Obst geholt und schaue jetzt ein bisschen YouTube tatsächlich. Also hier auf meinem iPad. Ich war gerade aber auch noch ein bisschen shoppen hier in der Straße, wo ich mein Airbnb habe. Und habe, sieht ein bisschen aus wie so eine Brötchentüte, habe mir so drei Sachen geholt. Die haben nämlich alle nur 29 Euro gekostet. Und ich versuche die euch jetzt auch noch mal kurz zu zeigen, aber erstmal gibt es einen kleinen Snack. So, das ist Klamottenstück Nummer Uno, also diese Hose. Das ist so eine Leinenhose. Man sieht sie jetzt nicht ganz, aber ja, so sieht der ganze Spaß aus. Ich habe die ganze Zeit schon nach so einer Leinenhose auch gesucht und jetzt eine gefunden. Genau, da kann man halt ein Bikini drunter anziehen oder jetzt so einen Top oder so. Ich würde das wahrscheinlich nicht zu dieser Hose hier anziehen, aber zu so einer weißen, also ganz weißen, so wie das Oberteil, sieht, glaube ich, ganz nice aus. Genau. Und last but not least habe ich mir noch diesen Rock hingekauft. Ja, genau. Das mal was. Oh Gott, da war gerade eine Möwe. Ich hoffe, hier fliegt keine Möwe rein. Das hier ist mal was ganz anderes, als ich sonst so trage. Ich glaube, ich habe noch gar keinen Rock in dieser Länge auch. Ja, man sieht es ja hier so. Und auch da muss ich mir dann nochmal ein Oberteil suchen, ein anderes. Aber ja, finde ich sehr nice, was ich mir da geschaut habe. So, für mich geht es jetzt nochmal kurz raus. Und zwar wollte ich noch an den Strand kurz eine Runde journalen. Ich habe meine neue Hose auch schon angezogen. Die sieht's hier. Und ich wollte mir jetzt noch so eine Karte holen. Oh, gruselig. Für mich gibt es jetzt hier noch so ein Sandwich, einfach weil der Supermarkt sonst nichts anderes hergegeben hat. Aber gut, cheers!